User joined your channel. Ja. Wir werden sehen. Wenn es nicht klappt, dann müssen wir in der Pause oder so mal alle Discord reinwechseln. Und vielleicht ist es da nicht. Was in aller Welt? Ach, ist nur eine Map, okay. Oh, das wusste ich. Warte, wie lang ist die denn? Wehe, das wird hier extrem lang. 3 Minuten, ey. Das war gar nicht eingeplant. Okay, da wird es aber viele Leute in KO-Position geben. Wie viele werden denn pro Runde dann KO'd? Ja, das werden wir dann sehen, aber es werden sicherlich mehr als normal. Da steht minus 6 bis 50 Spieler. Oh Gott. Okay, cool. Ach du meine Güte. Ah, hier sind ziemlich viele Poles. Ja, es geht wieder los, Shorty. Waterpipe Jump ohne Roofit. Und da sind Checkpoints, da kann man dann stuck werden. Was ist das denn? Wie laut ist denn das Geräusch bei euch? Das ist unterschiedlich. Ja, manchmal ist das so ein bisschen im Hintergrund und dann andere Male wird es immer lauter. Ich glaube, du musst auf jeden Fall viel reden. Quarterpipe, okay. Ja, wenn du redest, kommt's nicht. Okay, dann mach das. Einfach die ganze Zeit nur ah sagen. Ich und viel reden, das passt ja super zusammen. Wir können jetzt versuchen, heute ganz viele flache Witze zu erzählen und so. Das ist aber deine Aufgabe und ich habe keinen Alkohol getrunken, also. Ich habe gestern Alkohol getrunken. Wie viel? Ich habe es nicht das ganze Glas geschafft. Hat was war das geschmeckt. Denn? Was war das denn? Wie hieß das? Es war. Es war eine Art Cocktail. Es war rötlich mit Orange. Und so, und es hat neben süßen Geschmack auch etwas bitter mit dabei gehabt. Alkencocktail, okay. Das hat einen ganz bestimmten Namen. Ja, die Cocktails, wir haben alle ganz bestimmte Namen. Ich hab's nicht geschafft, durchzufliegen komplett. Oh, oh, gut, dass ich den letzten Teil gerade gesehen hatte. Da muss man einmal aus dem Stadion rausfahren. Oh nein. Gut, dass ich genau an die Stelle kam. Ich hätte mich geärgert, hätte ich fast nicht gegeben. Ach, ganz ehrlich. Bin ich da natürlich nicht. Oh, das ist rechts von der Säule. Ja, das tue ich auch. Ich bin aber links gefahren. Ich tue ich auch. Ja, aber so lernt man das am besten. Aber jetzt sind wir hundertprozentig sicher, dass es definitiv nicht da lang geht. Oh, das, boah, hasse ich, ja, das war knapp. Verdammt, ich hab den Eingang vergessen. Oh, das ist auch Zeitfall, verdammt. Muss zugeben. Oh. Ich bin echt hochgesprungen. Ja, schon. So, für die ersten paar Runden vermisse ich ja 16:9. Und für so 30 ist halt deutlich weniger. Surprise, surprise. Boah, das hab ich nicht gesehen. Das sind die Kurven. Oh, Jüge. Kommt ein Loch? Oh, nein! War ja zu spät gewesen. Ich glaube, bei dem Loch Bescheid zu wissen, ist auch mehr so, naja.
Crit. Claudus erster mit Spotify 2. Ja, ich bin schon mal nicht mehr so dran. Ja. Ob jetzt geht's außerhalb. Ja. Naja, außerhalb. Wär's halt trotzdem in der Rand da. Ja. Gott. Man hat am Ende wieder links rein. Ja, aber nicht so klar. Oh, das ging. Ich hab Marius geholt. Oh, ich hab's. Was? Was? Okay, Checkpoint. Da bitte. Bin sechster, Shorty. Mit genau 6 Sekunden Rückstand. Ich hab auch einen Checkpoint verfehlt. Was? Ja, ich bin außen. Hab ich den verfehlt. Man kann einfach umdrehen und dann beim letzten Checkpoint und dann am Rasen langfahren. Rechts am Rasen lang. Beim letzten Checkpoint umdrehen, dann Rasen. Hä? Was ist das jetzt wieder? Ach, ich muss ja nur noch. Oh, hä? Was? Wie keiner das Risk-Finish reingeht. Hä? Ich sollte nicht über den fucking Freeway fahren. Ach, ich hab noch die Frage, welchen Checkpoint? Außen. Wenn man außen einmal lang fährt. Ja, man fährt außen ein. 30 Sekunden noch. Oh. Hä, aber ich weiß nicht, wo ich den verfehlt habe. Ja, als du einmal außen gefahren warst. Na, wenn du jetzt noch nicht da bist, dann kommst du nicht mehr ins Ziel. Ich bin ja außen gefahren. Ja, außen und dann musstest du direkt wieder rein. Das hattest du nicht gemacht, ach, oder den? Was? Den! Oh mein Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Oh, fantastisch. Denk dran, ne? Wird auch nicht raus. Lost Alive, okay. Das ist nur Lost Alive, gut. Voll. Das ist halt auch nervig, war halt. Dann bin ich ziemlich sicher, an dem Punkt war ich dann Erster und dann verloren. Aber ich hab's immer noch nicht verstanden. Egal. Ja, einfach außen vorbeifahren an der an dem Park. Da ist auch ein Schild. Da hat er ein Schild vergessen, dass er da hätte blockieren müssen. Also ja. Quasi, wenn man weiter guckt, wenn man aufmerksam ist, dann verpasst man den Checkpoint. Wenn man nicht guckt und einfach auf das, die nächste Straße guckt oder so, wenn man nicht auf die Schilder achtet, dann verpasst man ihn nicht. Würde ich jetzt behaupten. Oh mein Gott. Von meinem Boden raus. Ich sag was, Schotten. Ich denk halt immer, jedes Mal, dass es eine Route ist. Ach, also, solange es nur eine Route ist und kein. Geht's auch. Boah, ich sehe halt nichts bei dem Sprung, ne? Also wirklich gar nichts. Oh. Hab ich eigentlich Kamera? Na, ist das vielleicht ein bisschen riskant? Es ist riskant, falls du dann auf intern trägst, deswegen. Oder Kamera vergessen ist. Ja, da fing es nämlich an. Ich habe keine Ahnung, ob ich welche habe. Ja, ja, guck nicht. Oh. Oh, ich vergesse die Kurve. Ah, wir werden alle nicht jünger. Die auch vergessen gehabt. Oh, was? Oh, da ist ja ein Loch. Oh, oh Gott, Glück gehabt. Warum ist da eigentlich ein Loch? Überspringt man das, oder? Ja, ich bin Ich bin zu kurz gesprungen und dann nochmal abgehoben von der Straße. Ja, ich hatte es okay getroffen und ich hab's nicht. Bin da gut gelandet. War ein bisschen mehr als gut. Aber nicht übers Loch.
Okay, jetzt habe ich diese Stelle nicht vergessen. Okay. Wie soll man denn das sehen? Hä? Wie hat das irgendjemand gesehen? Ich verstehe das gar nicht. Ich hab's nicht gesehen. Das ist so dagegen, was man denken würde. Ja. Das ist kein Schild oder irgendwas. Immer wenn man auf diese Banden drauf fährt, auf so ziemlich jeder Map, bleibt man auf denen drauf, so lange wie möglich. So kenne ich das nicht. Schaut sie. Oh, ich bin direkt hinter dir, Marius. Das wäre auch hier direkt nebeneinander. Nee, also ich war so abgelenkt davon, wie du gesagt hast, ich habe einen Checkpoint verpasst, aber ja, weil da habe ich mich gefragt, wie kann man denn einen Checkpoint verpassen? Ja, okay, jetzt verstehe ich. Ist ja ein Doppel-Checkpoint, aber ja. Einfach vorbeigefahren und dann ist da auch eine schöne Kurve auf dem Boden. So. Ja. Da sind auch Schilder. Ich hatte den Checkpoint. Checkpoint den bei der anderen Straße sieht man keinen Checkpoint, da hinten kann man einen Checkpoint sehen. Den habe ich auch beim ersten Mal genommen, tatsächlich. Bin einfach hochgefahren. Ja. Ziemlich blöd gemacht. Mhm. Ist ja immer gefährlich, in dem Moment, wo man bei unorthodox irgendwie außerhalb der Straßen auf einem Offroad ist, da ist immer sofort Gefahr, dass ja, man da falsch... Ja, ist halt vor allem Gefahr, wenn... Es wäre keine Gefahr, hätte er einfach ein Schild hingesetzt. Muss er halt ein Item-Schild hinsetzen. Geht halt nicht anders. Aber das muss man halt machen bei sowas. Das obere Ziel nicht anvisiert, aber genau die Mitte habe ich davon genommen. Naja, super. Angst vor dem Finish. Aber du springst auch bestimmt das hintere, oder? Ja, ich hatte auch eben die letzte Kurve überhaupt nicht gut erwischt, deswegen. Also ich habe die letzte, zwar hatte nicht mit der Kurve zu tun, ich wusste nicht, dass da in den Downhill noch eine Schikane war. Da hatte ich hier keinen Speed. Oh, das ist so schlecht hier am Start. Muss man hier irgendwas trifft in dieser kleinen Rechts? Ich glaube nicht. Ich bin auch bis jetzt jedes Mal gedriftet, deswegen weiß ich es nicht. Hier durch die Puls? Ja, oder? Ja. Leider. Ja, es... Ja, kommt jetzt viel zu eng. Boah, kann ich mal irgendwas mehr merken? Oh, jetzt habe ich die Kurve vergessen. Alter, was fahr ich denn? Das hier ist halt viel zu dunkel bei mir. Ich muss gleich mal den Monitor herstellen. Alles schwarz. Ach du Heilige. Ich glaube, da fährt man auch zu weit. No slice. Werfen. Alter, das gibt's doch nicht. Das wird wahrscheinlich wieder nicht übers Loch gehen. Das wäre genau ins Loch gegangen sein, wäre ich mittig gesprungen. Ich wäre auch genau ins Loch gesprungen, wäre ich mittig gesprungen. Oh, fahrt ihr hier durch oder fahrt ihr rechts ran vorbei? Ich bin durchgefahren. Durchgefahren. Aber du fährst rechts, ja? Ja. Ja. Leider habe ich aber weniger Speed, aber das... Nö, das glaube ich nicht mal. Boah, dieser... Das ist dümmer, je mehr ich das mir ansehe. Mach am besten die Augen zu.
das Spiel ist sowas von viel bumpier als das neue. Da sind halt so viele Transitions und was nicht alles, wo du so viele Bumps hast oder halt in Drift reinspringst oder so. Uff. Halt alleine von Boden, Rasen, auf Straße drauf. Der Bump immer. Mario. Was hast du gemacht, Shorty? Ach naja, diesmal war ich zu weit rechts. beim Finish-Sprung oder was? Also es ist aber auch ein scheiß Engel, oder? Ich meine mal ehrlich. Ich hatte jetzt Speed. Diese letzte Pole allerdings auf der Straße. Wo fährt man da vorbei? Weil ich bin rausgetrieben worden und war links davon und dann wurde das ein bisschen eng wegen dem höheren Ziel. Einfach früher außen sein. Bei ja, der ja. Ja, ja, muss man halt vorher wissen. Ja. Ich ziehe jetzt wieder auf das hintere Finish. Ich spiele auch mit Marius. Marius ist unsere Teamstrategie, ne? Das passt schon. Ich meine, momentan kannst du dir noch erlauben, ein bisschen auszutesten. Ich kann sowas eh schon nicht, ja, also. Ist eigentlich nach der ersten Runde schon ein Team ausgeschieden? Ich hab keine Ahnung. Wir sind nur noch 67, also ich glaube, es sind viele Messages, wo so Leute. Ja, da sind gerade wieder. Da sind ganz viele has now 2 left, has now 1 left. Aber eliminated? Ja, da waren 2 eliminated. Aber ob direkt in der ersten Runde? Stand auf jeden Fall im Chat. Wenn. Ja, wenn dann direkt in der zweiten. Ja, können doch beide dir, ne? Oh, ja, das stimmt. Aber du musst hier halt. Oh. Der Sprung ist so ätzend. Mit dem Landing. Ich wollte doch Monitor hochstellen. Ach, oh, Mann. Ich glaube, ein bisschen höher springen ist auch gar nicht so schlecht. Solange es nicht bis zum Mond ist. Mit dem Mut auf der Strecke ist sowieso nicht bis zum Mond. Wieder vergessen. Ich vergesse auch. Ich auch. Oh. Aber die habe ich mir gemerkt. Ha. Oh Gott. Oh, ich hätte es noch übersprungen dieses Mal. Ich nicht. Geht auf uns. Okay, rechts ran vorbei ist definitiv besser. Wer hat auch Angst vor Moves? Ich. Ich. Ich hatte eine komische Landung. Ja, ich bin nur leicht getötet. Ich weiß noch, da gab es mal einen CTC, wo so ein Woofit viel entschieden hatte. Da hatte ich gerade so Spam ausgelockt. Im Top 19, 20 war das. Das war noch wohl, ja. Das war lange her. Zwischen mir und dem fünften ist über eine Sekunde Abstand. Ich habe tatsächlich im Finish-Jump das verloren gerade. Eine halbe Sekunde. Shorty wurde Dritter, da hast du direkt deine Hupe angemacht, ne?
Ja, ich bin tatsächlich ins obere Ziel jetzt gesprungen. Ja, wäre ich ins obere gekommen, also gesprungen und hätte es auch getroffen, dann wäre ich Erster gewesen. Aber ich war vorher auch Erster. Ich verstehe es nicht. Das ist immer nervig, sowas. Ich meine, du kannst natürlich erst einmal versuchen, in Teamspeak die, also jetzt nicht, weil es geht schon gleich weiter, aber die die Regler so zu stellen, dass man es vielleicht erst viel später hören würde. Da musst du natürlich selber mal laut sein. Das habe ich doch schon lange getan. Ah, okay. Traurigerweise. Bros Rafiki und. Ja, und beide da. Ich meine, es fehlt aber so eine globale Ansicht. Ich meine, angenommen, man schaltet jetzt irgendwann aus und dann streamt man den Rest oder castet ihn sozusagen, ne? Aber wenn du so überhaupt keinen Überblick, wenn es jetzt in die letzten Runden geht, wo nur noch wenige Team Stars sind, fragst dich dann, ja toll, wie viele haben die denn, wie viele leben? Ja, du fragst dich auch, wer ist jetzt überhaupt in dem Team? Und das auch, ne? Das ist halt auch ein bisschen schade. Oh mein Gott. Wichtige Sache war, dass es funktioniert. Und das tut's. Ja, ich meine, bevor das alles zu machen, jetzt einmal ein Test-TDC, wie es ankommt, ist jetzt keine blöde Idee. Obwohl, ich meine, ob die das jetzt noch developen würden, wenn sie eigentlich so ein bisschen aufhören. Also, ja, ich finde das sowieso komisch. Die wollen damit aufhören, weil es einfach zu viel Zeit auch frisst und dann für das neue Trackmania zum Beispiel nochmal komplett neu das ganze Skript aufzusetzen. Und dann kommen sie mit neuen Skript-Ideen hier an. Ich meine, einerseits ist das eine andere Form von Skript. Ich glaube, das hier macht mehr Spaß im Modus, als einfach nur das hinzubekommen, dass GM 2020 kooperiert, dass es überhaupt funktioniert. Und das ist eine andere Art. Aber hatten die das vielleicht schon hier fertig gemacht? Ja, wollte ich gerade auch sagen. 2015. Aber ich hab's definitiv nicht, kann mich nicht daran erinnern. Ja, es ist auch nicht passiert, aber das war so ein, da war ein Announcement-Bild von 2015. Ja. Ich dachte zuerst, das, was er da gepostet hat als Bild, dass es da um dieses Formular-Ding von Team Masters ging. Weil da auch so ein Formel 1 Auto drauf war, aber. Ist wieder laut. Ist wieder gut. Oh ja, rechts ist ja gar nicht mal so schwer. Bin mal gespannt auf die YouTube-VOD. Oh ja, richtig klar. Ich werde alle meine Follower, die ich jetzt mit dem Cast gewonnen habe, wieder verlieren. Alles meine Schuld. Aber wenn wir heute gewinnen, verzeihst du. Ja. Diese Bums, ey. Ja, nicht meine Kopf. Ja, die Stelle stört echt. Oh, da ist noch ein Punkt. Da habe ich einen Bump gerade bekommen. Ach du Scheiße. Das ist ja der nicht so smooth von Downhill zu Uphill. Da ist ja so ein Mini-Bump da dabei und der hat mich gerade nach links gedreht und deswegen bin ich gegen die Kurve gekommen. Ja. Ah, schlecht. Nice. Jo. Wieder Sechster. Und dann was geht denn hier bitte ab? Die Abstände. Ich meine, ich hatte einen Full Crash. Und werd Sechster. Ja. What the fuck? Ich hatte jetzt 3 Full Crash, ich bin 34. Na gut, auch die Full Crash ist ein bisschen. Kasper. Oh, oh, oh. Aber er hätte Zeit gehabt. Um wen ging's? Wer da gerade rausfliegt. Thank you.
Waren nur 2- und 3er-Teams möglich oder theoretisch noch mehr? Nee, 2 und 3. Mixotica, Snowman und irgendjemand. Der hat die wahrscheinlich rausgekriegt. Und Snowman auch, ja. Waren jetzt beide in den Roten. Jetzt nochmal Warm-up oder? Ja, ich denke schon. Warten wir mal ab. Ja. Sieht so aus. Ich trainiere den Start. One per Pony? Hallo? Haben wir nicht 5 von diesen hier, bitte? Ey, das wäre voll geil. Was wäre das auch perfekt? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich finde die Maps hier auch einfach zu kurz, ja. Also X-D-Race Länge gefällt mir besser. Hast du diese ersten Kurven? Da verliere ich genauso viel wie auf dem kompletten Rest der Map meistens. Dieser allerletzte Triff, da bin ich mir noch nicht sicher, wann man den am besten startet. Jetzt der allerletzte im Warm-up oder allerletzte, allerletzte? Der allerletzte, allerletzte. Okay. Diese enge, zumachende Kurve halt. Ja. Startet die schon bei der Transition von Gras to... Habe ich gerade überlegt, ob man das tatsächlich schon dort dann noch halt macht. Auf geht's, ab geht's, Reit. Was? Von Lützenkirchen. Ich bin angeeckt hinter links. Daher sind ich auch ein bisschen Respekt vor dem Start. Da hebe ich lieber ein bisschen ab, ein bisschen Airtime. Wow. Hier muss ich auch in den Treffstein springen. Slider. Oh, die Säule. Oh. Wie soll ich mich... Ich bin in Schwierigkeiten. Dann ist Lars auch in Schwierigkeiten. Ja, schaffst du. Lars. So wieder drin. Okay. Danach darf man nicht crashen. Ich weiß gar nicht, wie der Respawn wäre vor dem Halfpipe Checkpoint. Ob man da echt genug Speed sammelt? Na, wahrscheinlich. Viel braucht man da nicht. Oh, ey. Ich hasse diese Quarterpan. Ach, da bist du jetzt erst. Ja. Ja, ich meine doch frei. Ja, soll's, wird's auch. Ja, nur irgendwie zu Sekunden oder so. Boah, wie ich diese Randsteine jetzt schon wieder komplett avoide. Als wenn ich das schon mein ganzes Leben... Also ich meine, das ist ja auch so, aber trotzdem. Als wenn ich es mein ganzes Leben lang schon gemacht hätte. Oh! Ja. Bin gerade 3 Meter in die Luft geflogen wegen dem Randstein. Ja. Aber so richtig gerade. Ich wollte gerade sagen, den avoide ich auch hier, weil ich den über kann. Ey, jetzt krieg ich noch nicht mein Lebensleiter. Loch übersprungen. Dann springen die lieber Lebensloch hin noch. Hab ich auch gemacht, aber ich hätte es nicht. Ich hätte es wahrscheinlich ganz knapp übersprungen, wenn ich es wohl geklippt. Junge, wie mein Auto ausrastet bei dem Wurfett. Ja, ist merkwürdig. Ich fährt ja, einfach so gerade hoch. Aber immer irgendwie schräg. Ja, bei mir auch. Ja, Roofits sind doch irgendwie schräg. Boah. Also macht heute Shorty doch heute dich. Ein paar kann man ja ist dafür zuständig. Oh.
Ich hasse diese Transition, ey. Was? Oh, ich hab Airtime bekommen. Und diesen Sprung da. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht aber gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Ich mach mal Namen an. Also ich sehe CJJ weiterhin. Das gibt's nicht. Auch das, Maxi. Oh. Alter. Wie Lars gesagt hat, das reicht locker. Mann, ey. Hey. Ups. Das waren nicht 30 Sekunden eben, oder? Ich hab da schon auch mal 30 Sekunden gesehen, aber ich weiß nicht, wie es in jeder einzelnen Runde war. Nee, ich meinte bei Maxi. Nach dem ersten Crash. Nee, der hat mehrere gemacht. Das hört man aber auch an meiner Reaktion, wenn ich einen Fehler baue. Ja, ist ja gut so. Ja, Menschen, die haben Emotionen. Och, komm schon, das ist ja wohl ein Witz. Bei dieser Kurve mache ich immer einen Neo-Slide. Okay, gut. Wie kann es denn sein, dass ich da 10 Leute überhole in dem Quarterpipe-Sprung? Ich bin von 20 auf 10 da. Wie hoch springen denn die Leute? Also ich springe leider zu groß. Ich auch. Ich versuche relativ tief zu springen. Ja, ich war erster davor. Ja. Trotz Anecker. Oh, da haben sie beide die Kurve vergessen gehabt. Oh. Das hat man richtig gesehen. Das war kein Fehler, das war einfach nur die Kurve nicht mehr gewusst. Spielst du das auch noch mit Autos an? Na, jetzt habe ich es doch übersprungen. Warum soll ich denn ohne Autos fahren? Weil sie lenken? Ach. Und weil das stört. Kommen die immer so an und aus. Du hast Langeweile allein schon. Ich habe mir das komplett abgewöhnt wegen dem neuen Spiel. Weil das halt da immer zeitversetzt ist. Ja, das stimmt. Aber dafür habe ich das neue Spiel noch nicht genug gespielt. Bist du in der Beta gewesen? Alter. Ey, gut, in der Alpha hast du aber auch ganz wenig gemeinsam gespielt oder Multiplayer. Und selbst wenn, dann hast du einfach Autos komplett angehabt. Okay. Tschüss. Oh. Hatte ich das da auch gebuggt mit dem? Ja, ich muss das sogar Wiesmann da. Bin direkt in die Pro dann. Ich liebe es immer, wenn Leute Bugstellen vor Pools setzen. Perfekt. Sechster. Mit 4 Sekunden hinten. Fuck. Ja, das ist natürlich echt doof da. Ah. Ach stimmt, Shorty, wer ist eigentlich Fegir? Fegir ja. Ist Fegir, Duck SP Fegir. Duck SP. Ja. Das sagt mich vielleicht mehr, aber auch nicht wirklich. Das ist eine Legende von früher. Ja, dann, ne? Am besten eine Legende in Tech, dann hilft's mir noch mehr. In der südlichen Tech, früher gab es ja nichts anderes als Tech. Ja, Leute, stimmt so nicht ganz, aber...
Das ist eine alte Tech-Legende. Ich hab den sogar vor ein paar Tagen noch auf dem Nation-Server gesehen. Ich glaube, das war irgendwie Devi's Cup oder sowas, glaube ich. Hat mich noch gewundert bei dem Former League, dass da Dexter kein Team hatte. Oder einfach alleine das gewinnen. Ich dachte, die Teamwertung ist eh relativ schnuppe. Ja. Vor allem der Shorty nicht mit Dexter zusammen. Und naja, ich habe Dexter gar nicht erst angeschrieben, weil ich mir so denke, wenn ich den Dexter frage, so, ah naja, eh kein Bock. Der wird schon davon mitbekommen haben, wenn er Bock hat, dann macht er so. Das hat einfach Fegi, hat mich halt einfach angeschrieben. Und als du geschrieben hast, Morkis Zeit wird schon noch geschlagen, hast du da an Dexter gedacht? Was? Als du geschrieben hattest, dass Moppels Zeit noch geschlagen wird, hattest du da gewusst oder gemeint, dass Dexter derjenige ist, der dich schlägt? Ja, safe. Also wusstest du, dass Dexter es aber spielen wird, die Quali? Das war schon an dem Tag, nachdem ich mein Team mit Fege hatte. Und da war ich dann mit Dexter und Eddie und Mark, wir waren gemeinsam, haben halt ein paar Stunden die Map ein bisschen trainiert und gesucht, ein bisschen Taktiken besprochen, geguckt und so. Und da wusste ich halt schon, okay, yo, Dexter hat Bock hier drauf, dann ist es nur eine Frage der Zeit. Ja, muss irgendwann noch ein Spreadsheet fertig machen, damit man die genauen Flüge und Fire und so weiter ausrechnen kann für die Rennen. Das werde ich glaube noch nicht für das erste Rennen machen. Vielen Teil. Ey. Da war ich eben nie gebuggt und jetzt 3 Runden in Folge. Was willst du denn da rechnen, Lars? Man kann ja von einer Runde sehen, wie viel Abnutzung hat man bei bestimmten willst Passen. Du während des Warm-Ups dann kannst du gucken, wie viele Runden hast du da? Wie viele Runden kannst du so fahren mit der Abnutzung? Und dann kannst du gucken, wie viele Pitstops du brauchst. Und wann du pitten musst. So. Okay. Also dann weißt du halt, lohnt es sich, safe zu fahren, ein bisschen mehr drauf zu achten und dann Pitstops zu sparen, oder soll man einfach mit Driften direkt die ganze Zeit draufgehen? Weil ich glaube, dass mit den Driften einfach alles so schnell nehmen wie möglich wird wahrscheinlich meistens die beste Variante sein. Na gut, bei der Quali war es schon mal nicht so, also da haben sie ja, das gut hinbekommen. Also fast in den ersten 4 Runden halt nicht. Ja. Aber die letzten 3 Runden waren ja nur so, weil es halt einfach 7 anstatt 8 Runden zum Beispiel waren. Ja, aber ich meine, die letzten ersten 4 Runden waren aber auch fast nur drin. Also ich hatte fährt schon trotzdem anders. Also das die einzigen Sachen, die ich gemacht hatte. Was hast du für eine Zeit, Lars? 41. Ja. Minuten 41. Das Ding ist, das haben wir gemerkt, desto schneller du wirst, desto mehr musst du auf die Reifen achten. Das habe ich nicht gemerkt. Desto schneller du fährst, desto weniger musst du auf die anderen Sachen achten, ist mir aufgefallen. Die eine Sache, die halt auf die Reifen geht, ist Skidmarks. Gerade in der in der schrägen Kurve am Anfang. War immer das Problem mit Reifen. Wenn du da halt die Skidmarks hältst, verlierst du extrem viel an Reifen. Ja. Auf sowas musst du halt achten. Ja, das ist die einzige Sache, aber auf die du achten musst bei Reifen. Wir haben kollektiv angefangen, zum Beispiel eine Kurve mehr sind die anderen beiden Jungs dann nicht mehr gedriftet. Beziehungsweise die Drift selbst haben wir halt auch ein bisschen anders gesetzt eigentlich. Welche Kurve denn überhaupt? Du hattest nach der 90 Grad, nee, nach der 180er, hattest du so eine Linkskurve. Die haben die beiden Jungs dann nicht mehr gedriftet. Und halt die letzte 80er Kurve. Die Linkskurve, welche 180er? Es gibt viele 180er. Es gab nur eine 180er. Die ganz enge 180er. Ja. Ja, okay. Die Linkskurve, ja. Die bin ich aber weiter gedriftet. Nee, kannst du definitiv. Also ich auch, aber dafür bin ich in den anderen Kurven anders gefahren als die Jungs. Also ich habe nur die allerletzte Kurve genosedived. Das war das Einzige, was ich genosedived habe. Ja, ich auch, aber ich bin ab dafür
andere Linien gefahren als Dexter und Eddie. Ja, also ich meine, ne, ich bin ja durch. Was hast du denn dann gefahren? Was hast du denn dann für Linien gefahren? Naja, also schon die gleiche Linie, aber ich habe halt später gedriftet, dafür härter und habe halt die Lenkung früher aufgemacht und halt direkt Counter Steering, damit ich die Rückspuren sofort losgeworden bin. Und auf was für Fuel und Tire und so fahren sie dann am Ende? Also in meiner Strategie kam ich immer so auf 0,12 bei Fuel und bei Tires auch irgendwie so 1-3%. Ja, Tires war ein bisschen besser, also du willst ja auch nicht mit 0 Tires ankommen. Das hatte bei mir wirklich keinen Unterschied gemacht. Ich habe keinen Unterschied gemerkt. Ja, dann frage ich mich, was du gespielt hast, ob wir das gleiche gespielt haben, weil der Unterschied ist definitiv mehr. Gerade schon bei Orange merkst du den Unterschied. Ja, also ich fand es auch nicht besonders. Ja, bei Orange nicht besonders, aber bei Rot merkst du es deutlich. Also mit Rot willst du eigentlich nicht unbedingt zu Ende fahren. Ja, was ist denn da bei dir gewesen? Ich hatte jetzt das Gefühl, es war vielleicht so wie so ein bisschen schwammiger, aber schwammiger, ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie Zeit kostet. Doch. Na, die Lenkung war halt anders. Also ja, ich meine, nur wenn sie delayed ist, dann ist es ja kein großer Unterschied, dann antizipiert man das ja einfach. Wenn du das kannst, dann kannst du das von mir aus machen, ja. Ich bin dann lieber angenehm bei meinen, also in der vierten Runde zum Beispiel, bin ich halt angenehm mit meinen 10% oder so erst beim Tanken gewesen. Und die anderen sind halt die letzten, was weiß ich, wie viele Kurven halt mit 8% oder so schon rumgedümpelt. Ja, ich bin dafür halt dann lieber machen. Die Driftzeit ein bisschen aggressiver gefahren, schneller gefahren, ein paar Zehntel pro Kurve da. Macht ja schon ein bisschen Unterschied und dann halt am Ende vielleicht ein bisschen langsamer. Ja. Das Unterschied ist das aber nicht dann. Aber das kommt bestimmt, das kommt halt auf die Map auch definitiv voran. Also sie sind halt zwei Kurven, sind sie halt ohne Drift gefahren und die allererste nach Startziel zum Beispiel, die sind sie halt auch so wie ich gefahren. Also ich nicht, meine, es nicht war normal, sondern sehr halt schwer am Anfang die vier Runden zu überleben. Da habe ich dann auch ganz viel genoslidet. Aber desto schneller, oder je schneller ich wurde, desto weniger musste ich halt driften. Ja, aber bei uns andersrum. Und die musste ich auch weniger aufpassen. Bei uns also, war das andersrum. Ich meine, ja, mir fiel jetzt noch ein Unterschied an. Bei der schrägen Kurve, da habe ich immer ein Autoside reingemacht, so ein bisschen reingesprungen, anstelle da zu bremsen davor. Ja, die fahren Dexter und Eddie Noside, glaube ich sogar. Mhm. Also, können halt die Leute denn dann so schnell sein? Oder eher, nee, eigentlich gar nicht, weil eigentlich hat es mich gewundert, dass ihr nicht schneller seid als die Defektfahrer. Weil diese, ja. So die U-Turns oder so, gerade der U-Turn in der Mitte, da verliere ich locker eine halbe Sekunde pro Runde, allein in der Kurve mindestens. Gut, ja. Bis 6 Sekunden hinter 6 seiner Zeit, also. Ja, das ist ein Grund, ne? Weiß jetzt nicht. Und das ist jetzt eine Kurve. Was du da jetzt noch mehr erwartet hättest. Bei Dexter? Ja, klar. Stack. Also war auch nicht gerade. Also ich meine, ne, meine Runden waren da auch nicht gerade besonders gut. Ich glaube, meine beste Zeit, One-Lap-Zeit, war eine 1.00,6 vielleicht oder 0,8 oder so. Also halt über eine Sekunde hinter meiner PW. Auf One Lap. Die habe ich aber auch nur einmal gefahren. Auf nicht über eine Sekunde. Fast eine Sekunde. Also heißt ich, wenn ich einfach nur die One Lap Zeit konstant gefahren hätte, wäre ich so ein. Hättest du aber nur in drei Runden machen können. Ich glaube, das ist auch genau das, was ich meine, weil wenn wir halt einen 59er, wenn wir halt ein oder zwei 59er Seiten da reinballern wollen, dann haben wir halt zu wenig Reifen. Weil wir dafür halt zu viel Reifen aufbrauchen bei den guten Trip. Peace. Wie lange geht denn der? Hallo? Ja, sorry, Maxi. Oh. Komplett gefreezt. Sag ich nie. Meine Güte. Aber kannst du jetzt wieder fahren? Nein, ist immer noch gefreezt. Oh. Ja, toll. Ja, der Motorsound noch? Ja. Also, du kannst noch fahren. Du kannst es noch nicht mehr sehen. Das ist vielleicht. Blind weiter spielen. Ja, kennst doch jetzt die Map. Ist noch nicht so lang.
so beim Serato Cup gesehen. Das ist definitiv sehr gut machbar und richtig geil anzuschauen nach hier. Okay. Ob da nochmal was kommt, ich glaube nicht. Das ist einfach weg. Oh. Jetzt. Nee, doch nicht. Jetzt ist es nur anstelle von der Stelle, wo ich gerade war, ist es gesprungen zu von einer Runde vorher. Ein Screenshot davon. Boah, wie dumm das aber eigentlich auch ist. Ja. Shorty, schaffst du es am Ende auch rechts von der Pole vorbei, oh. Vollgas? Nö, mach ich. Wie? Weiß ich nicht. Ich mach's nicht. Ich fahr links vorbei. Keine Ahnung. Ich wurde instant gekickt, als ich da. Ich hatte gerade Task beendet. Achso, ja, ich wurde direkt gekickt. Oh, okay. Ja, schade. Ja, alles gut. Was denn? Na, schaut, die. Die Reifen verliert man also immer in jeder praktisch Millisekunde, in der das Auto eine Spur hinter sich zieht. Egal, ja, ob oder sie... Oder wenn du über Penalty Surface fährst. Was noch? Oder wenn du über Penalty Surface fährst, also dunkles Gras zum Beispiel. Ach so. Auf der Map. Ach so, das ist auch. Ah. Ich glaube schon. Habe ich so gelesen, glaube ich. Ja, und ansonsten ist es ganz egal, ob es jetzt eher so ein Drift ist oder ob die Spuren No-Slide sind, aber sobald du irgendwie eine Spur hinter dir ziehst, dann... Ja. Reifen weg. Und ja. Das Fuel geht das ausschließlich nur danach, wie lange man auch mit seinem Finger auf dem Gasknopf ist. Da bin ich mir nicht sicher, wie sie das Fuel machen tatsächlich. Aber ich glaube, wenn du bremst, verlierst du kein Fuel. Da bin ich mir aber nicht sicher. Weil die haben es ja bei den anderen Formel 1 Races, war es halt immer gefahrene Distance. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, weil die haben ja auch geschrieben von wegen Lift and Coast, und deswegen gehe ich mal davon aus, wenn die sowas reinschreiben, dann wird das dann auch wirklich so sein, dass du halt lieber vom Gas, wenn du vom Gas gehst, dass du halt keinen Fuel verlierst. Das könnte man nochmal abklären, aber ich meine, die haben ja extra GIFs und sowas über Lift and Coast gemacht. Also gehe ich einfach mal davon aus, dass das dann auch stimmt. Und ich würde behaupten, dass ich das eigentlich auch gemerkt habe, weil ich habe halt, wie gesagt, eine Kurve weniger gedriftet, also eine Kurve mehr gedriftet als die beiden. Ich habe auch potenziell ein bisschen mehr Fuel dann verloren an der Stelle. Aber keine Ahnung. Aber ihr habt es hingekriegt, dass das Fuel nie unglaublich eng bei euch war, weil ich bin jedes Mal in die Boxengasse mit 0,3 oder sowas. Ja doch, es ist schon recht eng, ja. Also da muss man drauf achten. Wenn ihr das nicht gemacht hättet, dann hättet ihr ja was auf dem Tisch liegen lassen. Ja, wir haben schon so eng, also wir hatten das auch bei, also ich bin auch schon wegen Fuel da verreckt, nach den ersten vier Runden. Habt ihr da dann groß drauf geachtet? Weil ich hatte dann nach bestimmten Kurven in der letzten Runde hatte ich genaue Fuel-Werte, die ich haben musste, und danach wusste ich, muss ich jetzt driften, muss ich jetzt no-sliden, oder kann ich alles durchfahren, so. Nee, wir haben nur auf die Reifen geguckt, hauptsächlich. Also bei mir war es so, einfach alles sliden und ein, zwei Mal in der schrägen Kurve die Skidmarks rausmachen. Und das, ja, naja, halt, das auf jeden Fall immer. Das halt immer. Das ist so komisch, dass das so anders. Aber in die steile Kurve rein, hast du da gedriftet mit Bremse oder hast du einen Autoslide genommen? Ich bin immer leicht reingesprungen tatsächlich, aber ich habe trotzdem die Bremse auch schon vorher betätigt, weil du einfach zu schnell wärst sonst. Aber Dexter ist die 100% smooth gefahren. Der hat vor dem Checkpoint wirklich normal gebremst, während er gerade ausfährt, ohne Drift. Also verlierst zwar auch Reifen, aber muss verliert dann weniger? Werden. Weiß ich nicht. Und der ist dann smooth die Kurve lang gefahren. Der ist dann halt ganz links da so rein und ist dann da smooth durch. No slide irgendwie. Also ihr habt das komplett anders gefahren als wir. Ja. An sich komplett anders. Das wird beim Renntag bestimmt auch so sein. Ähnlich.
Also ich weiß nicht, was ich jetzt an dem Tag, wo Dexter dann die mega krasse Zeit gefahren ist, noch geändert hat. Weiß ich nicht, ob die da noch irgendwas rausgefunden haben oder nicht. Aber insgesamt... Also es wirkt ziemlich übertrieben. Ich weiß gar nicht, warum, wenn man schneller fahren sollte, warum man dann... Ja, weil du halt mehr eher... triffst. Hm? Wenn du halt den Drift... Wenn du den Drift scheiße triffst, also... Dann drifte ich doch länger, weil ich dann länger in dem Drift drin bin. Ja, vielleicht driftest du aber auch kürzer. Beziehungsweise, wenn du zu lange driftest, dann driftest du zu eng und dann gehst du, weil du zu lange gedriftet hast, dann bist du instant wieder im Nose-Slide danach. Weißt du, du lässt die Spuren ja nicht nachziehen, weil du hast ja die erste, kannst dann direkt die Lenkung aufmachen. Ja, also verlierst du dadurch weniger Reifen dann. Also denke ich. Bei mir war es eher andersherum, aber. Ja, keine Ahnung. Also bei uns war das definitiv so. Also ich. Also bei mir war es halt auch so, es wirkte zuerst gut, das ist gar nicht hier möglich, das ist extrem schwierig und dann wird man besser und dann hat man gemerkt, so, muss man gar nicht drauf achten. Klappt einfach. Ja, wir haben halt unsere Strategien dann gehabt, welche Kurven wir wie ungefähr fahren und dann hat das ja auch geklappt, so ist es nicht. Aber wir haben trotzdem aktiv eigentlich immer drauf achten müssen, ein bisschen. Wie viel habt ihr getankt? Hm? Wie viel habt ihr getankt? 77, 78. Meine PB hat ja nur 76,0 und dann habe ich es mit 0,1 Liter übrig ja geschafft. Das eigentlich hingekriegt. Also ich bin da auch immer auf 77,3,4 irgendwie so gegangen, irgendwie sowas in den Dreh. Ich habe immer auf die 78 gewartet, ich habe einen unglaublich hohen Spritverbrauch dann gehabt. Das also ich hatte es dann immer ziemlich genau auf so 0,5 mit 77,3. Ungefähr 77,4. Ja. Boah, halt ohne irgendwas. Ja, aber dadurch, dass es halt so intervallmäßig lädt, weißt du, ob du jetzt bei 77 oder bei 78 losfährst, ist dann jetzt auch schon mehr... ziemlich ein Unterschied, weil das intervallmäßig ist, ja. Nee, eben nicht. Das so. Intervall fängt ja da, ist ja da gerade im Schnelltank. Weißt du, das ist ja so 25, dann so bei 75 machst du eine kurze Pause und dann lädst du ja wieder schnell. Echt? Hat das eine Pause gemacht? Ja, das lädt so in vier Etappen. Das lädt so die ersten 25, ist es wieder kurz langsam, dann lädst du die nächsten 25, dann ist es wieder kurz langsam und musst mal drauf achten dann. Deswegen, also... Das ist ja auch ziemlich konstant, aber gut. Okay, dann wäre es natürlich jetzt sehr sinnvoll gewesen, dass man nicht mit 0 Litern in die Box fährt, sondern dass man noch ein bisschen mehr übrig hat, damit man dann weniger als 75 tanken muss. Oder geht es nur darum, wie viel genau im Tank ist, oder geht es darum, während des Tankvorgangs, ab dem Moment, wo man 75 rein hat. Ich weiß nicht, wie sie das gescriptet haben. Ich weiß aber, das haben die auch mal, also da haben die auch mal explizit irgendwas zugeschrieben, dass die halt mit Absicht das so intervallmäßig gemacht haben. Dass es nicht eine gleichbleibende Geschwindigkeit ist, sondern dass es halt so in verschiedenen Etappen halt mal ein bisschen schneller wird aufteilen. Das macht das also, mit dem Programm schwer los. Das ist komplett behindert, aber ich meine, also das sieht man ja eigentlich, also das sieht man ja aktiv sogar. Aber das müsste eigentlich wirklich stimmen. Also ich wollte ja sowieso eigentlich mal, weiß ich nicht, ob man das jetzt noch machen kann, das Time, wie lange es jetzt eigentlich dauert zu tanken, wie viel dauert ein Liter zu tanken. So, ja, das kannst du machen. Du kannst ja auf dem 24-Stunden-Server von denen, mit den anderen Strecken kannst du das ja machen. Und du kannst 24 Stunden erwähnen. So. Irgendwann nächste Woche machen wir das. Und du gerade 24 Stunden erwähnst. Hat denn da jemand Interesse an diesem Dirt? 24-Stunden-Ding? Niemals. Wann ist denn das eigentlich? Das ist jetzt noch diesen Monat. 26. oder so. Am 23. ist, was es hier sein müsste. Aber die haben jetzt geschrieben von wegen Registration bis jetzt oder war das nur, also bis morgen, aber war das nur für das Fun, für den Test-Event? Kann sein, dass das nur für Test-Event ist. Bestimmt. Weil es ist ein bisschen früh. Ich meine, ich habe nie ein 24-Stunden-Rennen gemacht, deswegen würde ich das eigentlich mal gerne. Oh, hast du es nicht gemacht? Nein. Ja, wir haben uns einmal für Dirt angemeldet, nie wieder. Ich glaube, mit unter 4 Stunden hat unser Team aufgegeben gehabt dann.
Das ist so komplett anders als im Tech oder sonst bei euch. Naja, das war halt so, ach naja, komm, wir nehmen es uns so ernst. Das war halt so ein gemischtes Team, da waren halt auch so ein paar, ne, so. Halt ein paar, halt so Urgesteine wie Wave oder so waren da mit dem Team. Wir dachten so, ja, machen da unseren Spaß. Wir haben noch ein Fünfer-Team, jeder fährt halt so seine paar Stunden und dann teilen wir uns das gemütlich auf. Aber es hat halt einfach keiner Bock gehabt. Es hat einfach niemanden Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es an der Map vielleicht auch ein bisschen mitlag oder nicht, aber es hat einfach keinen Spaß gemacht. Und bei der Rampe eben, Shorty, wo man so runterspringt, springst du in einen kleinen Drift vor der Rampe oder die No-Slide? Welche Rampe? Ich muss das. Nach dem Roof-Rit, da ist ja so ein bisschen Downhill und dann springt man einmal so, macht man so ein. Also Drop. Marius, du meinst runterspringen vor der Rampe? Ja, die mit, genau. Also praktisch das, der Sprung zur Rampe hin. Ja, da mache ich nichts. Machst du Drift bei der Rampe, glaube ich eher. Nee. Also ich springe halt in den Leichen. Ich springe in den Leichen. Das ist sehr komisch, dass du da geslidet hattest, Marius. Ja, ich hatte das so gedacht, das hilft irgendwie mit dem Winkel. Ich hatte sonst immer Probleme. Ich meine, wenn du zu weit springst, dann ja, aber ich meine, man hat ja eigentlich immer gleich viel Speed nach dem Roof-Hit an der Stelle. Ja, ungefähr. Springst du ein bisschen seitlich von der Rampe ab oder oben? Voll seitlich. Also ich hab's aufgegeben, da nicht seitlich rüber zu springen, weil du musst es seitlich machen und dann. Ja, man hat halt so ein bisschen Two-Wheeler, ne? Da kann ich dann nicht so genau einschätzen, wie stark dann mein Auto. Ja, deswegen springe ich halt sowieso in den leichten Drift quasi rein. Also ich rechne auch gar nicht damit, dass ich da Northside lande. Mag die Stelle dann nicht. Genau deswegen. Ja, auf den ersten Blick wirkt es erstmal wie eine richtig geile Map, aber so, wenn man ein bisschen erfahren ist, merkt man doch ein paar problematische Stellen. Ja, gibt schlimmer, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ja. Also es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die mich halt auch stören, weil sie einfach ungünstig sind. Jetzt die Stelle, wo du halt rausspringst zum Beispiel, da kriegst du halt immer so einen kleinen Bump. Und ich kann da deswegen nicht mehr Fullspeed durchziehen, weil der Bump manchmal einfach ein bisschen stärker und mal ein bisschen schwächer ist. Aber meine Güte, ey. Also auf einer 3-Minuten-Map wegen irgend so einem Unlucky, wegen so einem random Scheiß mal kurz vom Gas gehen. Das ist ja jetzt nicht das große Problem, würde ich mal behaupten. Ich habe mich überrascht, dass als Axel Alex da geschrieben hat, als er ausgerechnet, wann der TTC endet. Mich hat überrascht, dass eine Runde hier 3 Minuten sind. So lang kommen die mir überhaupt nicht vor. Wir kamen die extrem lang vor. Ich dachte, die wäre länger als 3 Minuten. Aber hat gedacht, die wäre länger als 3 Minuten. Ja, keine Ahnung. Ich habe die 3 Minuten schon vorher gewusst, deswegen. Also, ich habe halt oben rechts mir die Zeiten angeguckt, deswegen wusste ich das dann schon. Na ja, gut, aber es ist ja, man etwas fühlt sich länger an, wenn man es nicht mag. Das ist ja. Ja, macht Sinn. Na ja, gut, aber 3 Minuten ist so ein bisschen so eine schwammige Länge, so. Würde ich jetzt sagen, oh, die Map fühlt sich aber mehr wie 3 Minuten 30 an, also. Irgendwie nicht. Also ich meine, in der ersten Runde hat sie sich das sicherlich. Da war es ja wahrscheinlich 3 Minuten 30. Ja, in der ersten Runde bestimmt. Ja gut, bei mir waren es eher 5 Minuten. Ja, ja, besser spät als nie. Was gab es denn jetzt noch ins spät gleich? Da klappt nichts mehr groß ein. Irgendwas war noch, was ich noch fragen wollte. Also. Ich denke mal, du und Lars, ne, du und Marius, ihr seid ein Team bei Formel 1. Ja, aber ich werde nicht immer mitmachen können. Ja, Helge wird auch nicht immer mitmachen können. Also gleich das allererste Rennen kann ich nicht, was ich sehr schade finde. Es gibt noch keine Sprüche, ne? Zählen alle. Ich glaube, es zählt einfach alles, ja. Ist halt schade. Aber selbst wenn es ein, zwei Streichresultate gäbe, wird es bei mir nichts werden. Aber nehmt meine Worte nicht für bare Münze, ich habe keine Ahnung von den Regeln, ich habe mit ihnen durchgelesen. Geht da wie so ein Plepp rein, der keine Ahnung hat und der die Regeln einfach eiskalt ignoriert, anstatt sich damit zu beschäftigen.
Aber ja, wir haben uns Team Plasma genannt. Plasma hat einmal ein La für Lars und ein Ma für Marius. Und die anderen beiden Buchstaben sind PS. Und PS steht für? Ja. Was hat PS. Unser Auto? Wow. Naja. Gut. Das ist schon ein bisschen hinten, aber okay. Ja, die, ne, das P und das S ist klein und das L und LA und MA ist groß. Also, ne? Ja, der Klassiker, ne? Wollen wir erkennen, ne? Wäre ja auch kein Teamname. Ja, ja. Wenn das nicht schon so wäre. Ja, ja, ne? Ich erinnere mich noch an Malakesh. Mit irgendwie 5 verschiedenen Namen. Und dann Malakeshas. Mit Asia, ne? Was wir da überhaupt fast gefunden haben. Ja, Malakeshas. Aber das wollten wir dann nicht nehmen, weil das, weil man dann denkt, wir werden Kesha Fett im Fanclub. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wer das war oder ist. Irgendeine Sängerin. Ja, genau, irgendeine Sängerin. Ja. Ich kann auch das nicht. 2000ern oder so, erst Film 2010ern oder so. Ich weiß nicht, ob es das noch Musik macht oder so. Ich verfolge sowas noch nicht. Ich auch nicht. Ach ja, Shorty, da wollten wir jetzt nochmal ein, das mit Treffen, da wollten wir ja mal uns in hier im Ruhrgebiet treffen. Hattest du ja die Idee dann auch mit, du wolltest dich ja mal nicht sowieso mit Onio treffen. Also ich war schon bei Onio, aber... Warst du schon? Ich war bei Onio. Was sagst du? Ja, wie... Ja, aber wieder gut, dann... So, also, hätte ich einfach so random reinschreiben sollen in Discord, aber hey, ich bin jetzt übrigens bei Onio gewesen für eine Woche. Ja, ja. Der hätte vorher, du dass du da hinfährst. Selbstdies im Leben und dann irgendwie, keine Ahnung, einen Essensteller macht, fotografieren und dann sieht man ihn im Hintergrund, ne? Naja, also, ist das so ein ich bisschen weiß, kaschieren? Also... Ich weiß nicht, du weißt es anscheinend auch nicht, aber ich bin sowieso bald in Düsseldorf. Und... Mit sowieso hattest bald, du, sowieso bald permanent in Düsseldorf. Hattest du mal erzählt, ja. Ich hoffe jetzt nur, dass ich irgendwann mal die nächsten Rückmeldungen kriege, dass ich auch irgendwo einen Wohnplatz kriege. Aber an der Hochschule bin ich angekommen. Okay. Cool. Ja, ich glaube, das letzte Mal hattest du das gesagt, dass das eine Wirklichkeit ist. Die ganzen Ostdeutsch, die ganzen Ossis hier, die jetzt in den Westen ziehen. Ja, die sollen alle hier hinkommen. Naja, also mein Plan ist jetzt, fange jetzt erstmal notgedrungen an der Hochschule Düsseldorf Medieninformatik an für ein Semester und will mich bei der Uni einschreiben, dass ich dann zum Sommersemester wechseln kann an der Uni. Weil das, was ich halt eigentlich machen will, ist halt in der Uni. Was ist das für ein Fach denn? Also das Normale ist Informatik, aber ich würde halt als Nebenfach modernes Japan studieren und das gibt's halt deutschlandweit nur in Düsseldorf. Okay. Also ich mach das halt nur, weil ich Bock drauf habe als Nebenfach, aber... Ja. Und sonst einfach reine Informatik. Ja, naja, also ich hätte natürlich schon gern angewandte Informatik gemacht, aber auf der anderen Seite so, das, was ich halt von Onio gehört habe und seiner Freundin bei Onio studiert ja an der Uni Düsseldorf, bin ich halt voll zufrieden mit, sage ich mal, ne? Ich habe ja sowieso keine hundertprozentige Richtung, wo ich wirklich hingehen will, deswegen kann ich damit voll und ganz leben. Solange ich durch die Uni da genug Spielraum habe, mir halt die Sachen rauszusuchen, wo ich halt mehr Bock drauf habe, bin ich damit konform. Ich frage mich ja auch, wie angewandte Informatik der komplette Studiengang ist. Weil man macht ja oft, oder bei mir ist das so oft, ich habe ganz oft Module, so ein Einzelmodul, das halt an sich ein richtiger Studiengang ist. Ich hatte ein Modul angewandte Informatik. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch ein Modul Elektrotechnik oder so. Das schreiben wir zum Beispiel noch. Das sind ja an sich richtige Studiengänge. Aber ich habe dafür nur ein Modul, eine Klausur. Und inwieweit die sich dann überschneiden, in die richtige Richtung gehen, wäre vielleicht interessant. Ja, ich keine Ahnung. Bei angewandte Informatik, was ich da gemacht hatte, war REC-EXE,
Das ist einfach Regex, das ist einfach eine... Ich weiß, was das ist, ja. Ja. Text manipulieren. So. Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich, das ist. Ja, ja, klar, es ist hilfreich. Dann allgemein Excel. Was man mit Excel alles machen kann. Datenbank ja. Und so. Ja. Und den Rest habe ich schon vergessen. Da haben noch zwei weitere. Irgendwie so in die Richtung. Ne? Aber das war halt so dann ziemlich alles, das Wichtige in dem Modul. So. Aber wie dann ein kompletter Studiengang ist. Sicherlich ein bisschen anders. Ich glaube, da gäbe es nicht ein Viertel des Studiengangs wäre nur über Excel. Ja, auch je nachdem, wo du bist, immer unterschiedlich, würde ich mal behaupten. Die Uni, die Hochschule, wo ich das hätte studiert, hätte halt, da heißt Studium offiziell auch angewandte Informatik für Medien und Spiele. Hm. Na gut. Also da wirst du sicherlich relativ viele Module aussuchen können, wo es halt irgendwas mit Spielentwicklung oder Roboterentwicklung programmieren oder keine Ahnung was. Wird ja bestimmt viel in die Richtung gehen. Dann okay. Deine Bachelorarbeit über Trackmania. Ja, ganz ehrlich, vielleicht. Und was lief schief und dann einfach nur ein Wort ist. Ja, und dann gut, zweite nein. Seite nur Negative Keys. Ich würde Trackman ja logischerweise nicht aus Marketing-Perspektive betrachten. Ich würde dann halt über irgendeine Technologie und würde halt oder halt irgendein Programm schreiben oder so, was ich dann halt, wofür ich mir dann als Plattform Trackmania halt aussuchen würde oder so. Das würde ich dann halt als Bachelorarbeit quasi machen. Über das die Programmiersprache ManiaScript. Ja, zum Beispiel vielleicht, weiß ich nicht. So, sowas in der Richtung vielleicht. Wobei das. Meiner gibt's wahrscheinlich sogar schon noch interessante Topics dabei. Ja, ich wüsste jetzt halt nicht, mit was für eine Fragestellung ich an ManiaScript rangehen soll, aber. Egal. Wie macht man eine Programmiersprache für irgendwas ganz bestimmtes, eine bestimmte Anwendung, eine neue Programmiersprache? Wie geht man das an? Keine 10 Sekunden mehr, Shorty. Zwischen Rot und Erster keine 10 Sekunden mehr. Ja, Mensch, Oder 10, naja, es sind ungefähr genau 10 Sekunden jetzt gewesen. Aber wann ist denn das bei dir dann, Shorty? Ich da jetzt in den nächsten Wochen mal treffen. Also wieder. Studienstart ist 2. November. November startet das bei dir? Was? Ich habe auch weiter keine Informationen, ob ich da hingehen muss für irgendwelche Veranstaltungen oder irgendwas oder ob ich Module wählen muss, kann keine Ahnung bis jetzt. Ja, ich hasse das auch bei meiner Uni. Da steht einfach nur, also bei mir steht immer hinten für die Erstis. Für die steht da halt ein Datum und so, aber ich habe keine Ahnung, wann meine Vorlesung dann anfangen. So, irgendwann so in der Nähe wahrscheinlich. Ja. Aber wann jetzt genau? Keine Ahnung. Irgendwie muss ich es wohl rausfinden. Ja, das glaube ich. Meine Uni damals war einfach ein Termin hier, Start. Digital rausfinden. Vorlesungsstart halt. Semester. Was? Ich weiß halt nicht, weil ich habe auf der ersten Seite steht halt nur, ja, okay, da startet es dann und dann und mehr weiß ich halt nicht. Wo ich mir nur denke, naja, okay, aber es ist vielleicht mal eine Infoveranstaltung oder bekomme ich mal so nach dem Motto hier ein Online-Portal, wo ich halt meine Module anmelde oder wie läuft das denn überhaupt ab? Da steht halt nichts. Kannst du ja da mal anrufen, ne? Ja. Die tun nichts, so. Nee, aber ich meine, das muss ja Information sein, an die man auf normalen Weg auch rankommt. Ich meine, die können ja nicht erwarten, jeder einzelne Erste ruft da erstmal an. Also ich weiß ja nicht, wie die Website da ist, aber bei mir ist die Website sehr verwirrend. Und da einen Überblick zu haben, wo überall da jetzt was steht, ist manchmal schwierig. Ja, muss mich damit noch sowieso ein bisschen auseinandersetzen. Aktuell denke ich mir halt so, ja okay, erstmal ein Schlafpflaster. Das ist vielleicht wichtig. Ich will ja sowieso nach einem Semester wechseln, ob ich das Semester behalten darf oder nicht, ist mir dann auch egal. Das weiß ich sowieso noch nicht. Also eigentlich bin ich eh erstmal so aus. Ne, einfach erstmal in Düsseldorf. So. Und halt offiziell auch dort sein, dass ich halt mit Versicherungen und sowas keinen Stress habe.
vielleicht ein bisschen was schon mal mitnehmen, so dort. Aber ansonsten, wie gesagt, ich mach das ja eh nicht weiter. Machst du es dann einfach nur für die Erfahrung oder damit du einfacher bei dem anderen reinkommst? Oder? Nö, einfach nur, weil ich halt irgendwas ja machen muss in dem Abend, ja, und. Oh. Also Zeitvertreib quasi. Ja, nö, ja. Oder halt, ein halt schon mal Leute kennen dann in Düsseldorf. Ich bleib ja in Düsseldorf, ne? Oder halt ein Zeitvertreib, der dann nicht schlecht aussieht auf dem Blatt Papier oder so. Genau, zum Beispiel das auch. Was halt haben in dem halben Jahr gemacht, ja nichts. Beziehungsweise ich habe ja auch die Hoffnung, dass ich halt das Semester übernehmen kann in meinen neuen Studiengang, weißt du, dass es halt mehr an, dass es mir halt angerechnet wird. Weil Medieninformatik, halt an, Informatik. Ob die Module halt gleich sind, ne? Ja, ne, keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht. Ich meine, wenn du da irgendwie so Mathe einschreibst oder so, dann ist das gut wahrscheinlich, dass das geht. Ja, versuchen kann man es, ne? Das muss ich halt dann abklären und gucken. Wow, jetzt sind wieder große Abstände, also größere. Oh, oh, oh! Alex! Naja, ist eh rot. Genau, auch DNFen und es ist das gleiche, ne? Weiß nicht, ja doch, DNF könnte er theoretisch auch machen. Mechanik 3, oh Gott. Klingt nicht so cool. Mir hatte eins gereicht. Gibt's eigentlich eine Pause heute, weil ich müsste so langsam echt mal durchlaufen. Die war schon. Die war genau als Lars. Die war als Lars und Maxi ausgeschieden sind. Dann hat sie 5 Minuten lang gesehen. Ich habe dann das Thema aufgemacht mit Formel 1 und dann hast du geredet während den 5 Minuten. Kommt schon. Das war ich hab's nicht gecheckt. überhaupt nicht gecheckt. Aber es dauert nicht mehr lange. Ich habe immer noch drüber geredet, also keine Ahnung. Aber es dauert nicht mehr lange. Also der hat bei der Pause gesagt, noch 15 Runden. Ich weiß gar nicht, warum er das so genau weiß. Aber ja, weil das hängt doch. Ja, das kann man bis auf 2 Runden kann man das wissen. Oder? Also angenommen, mein Team hat nur noch ein Leben und du hast jetzt ein Dreier-Team und dann kommt der Rund und alle drei sind im roten Bereich. Ja, das ist dann eine Ausnahme. Ja eben, aber das kann ja passieren, auch mit 2er-Team. Ach, 2er-Team. Oh Gott. Aber die Anzahl an Leben, wenn jetzt 2 verschiedene da reinkommen oder wenn 2 gleiche reinkommen. Ja, dann kannst du es ausrechnen. Dabei, dann ist es halt gleich. Aber ja, das weiß man nicht und halt auch, wenn Teams, komplette Teams, übrig bleiben. Ja, oder wenn einer einen Disconnect hat und das ganze Team ist weg. Ja, gut. Ja. Er ist ungünstig. Weil da musste ich nämlich auch schon auf Toilette. Also hätte ich das gecheckt, dann wäre ich auf Toilette gegangen. Ja, jetzt würde ich gerne jemanden die Schuld geben, der nicht ich ist, aber. Ja, tut mir leid, dass wir geredet haben. Ja, echt mal. Wie kannst du mir eine Frage stellen, Lars? Es ist einfach nicht offen. Aber ich. Das merke ich auch irgendwie. Ich glaube schon, die kriegt gar nicht mit, dass er nebenbei fährt. Ja, das ist halt TTC, Mann. Ich. Ah, natürlich nicht. Ich habe so drei Stellen auf der Map, wo ich mir so denke, so, oh ja, hier muss ich mal ein bisschen aufpassen, dass ich da keinen Fehler baue, mit den 2 Säulen da zum Beispiel, aber ansonsten ist das halt, naja, was soll denn passieren, außer ein Randsteintag? Ich fahre ja safe, ich riskiere es ja nicht, ich pushe es ja auch nicht. Macht ja auf einer 3-Minuten-Map erst recht keinen Sinn, hier was zu pushen, wofür? Es ist so krass, wie hoch du springst, Marius. Das ist ja unglaublich. Ja, ich will mir halt Potenzial übrig lassen, für wenn es dann mal wichtig wird. Dann weiß ich, ich kann mich noch verbessern. Marius, du kannst auch tiefer springen, ohne was zu riskieren. Also, du musst dir jetzt nicht irgendwie einen Puffer übrig lassen, so, oh, ich muss aber noch schneller werden, potenziell. Nachher, da muss ich aber. Ich muss ja noch nicht alles zeigen, meine ganze wahre Leistung. Ja, und dann bist du plötzlich in einer plötzlich guten Runde auf einmal letzter und denkst du so, shit. Aber da haben wir ja noch ein zweites Leben. Ja, diesmal haben wir noch ein zweites Leben, das stimmt, aber sonst. Sonst fliegst du halt raus, denkst du so,
Ich meine, die Kurve hier nehme ich halt auch ultra safe. Alter, der Roofit. Das war das erste Mal bei mir halbwegs straight. Bestimmt fast eine Sekunde gerade verloren beim Roofit. Hier habe ich halt mega Angst vor, weil ich halt einmal... Ich gehe doch immer von da aus. Ja, ja. Ich habe halt Angst vor der Stelle, wo ich halt hier schon angeeckt bin. So gleich. Ich mach hier. Marius, 4 zu 3 ist die Lösung. Und es gibt diverse Kurven, wo ich Angst vor Moonslides habe. Das ist normal. Na gut, ich bin dann jetzt erstmal weg. Good luck. Jo, danke. Ciao. User disconnected from your channel. Das kann ja potenziell jetzt ewig dauern, wenn wirklich nur zwei rausfliegen. Ah ne, drei fliegen raus. Okay, gut. Bis 15 Spieler übrig sind. Und dann zwei? Und viele haben ja dann jetzt auch schon Leben verloren von den anderen. Ja. Ist Bam noch mit Alex im Team? Die haben das, glaube ich, geändert gehabt irgendwie, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, mit wem Spam im Team ist. Das ist das Witzigste. Ich habe keine Ahnung mehr, mit wem überhaupt ein Team ist. Und dann ganz plötzlich vorbei, wir haben gewonnen. Ja, okay. Ich würde behaupten, es gibt jetzt bestimmt noch mindestens 5 Teams, die keines ihrer Leben verloren hat. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe Zeit verloren, aber ich habe das halbwegs überlebt zum Glück. Dieser Sprung, den mag ich schon. Ich erinnere mich nicht besser. Ja, jetzt werde ich niedriger springen. Ein Zehnter. Ich habe auch einen Fehler gemacht. Da sind wohl mehrere an der Säule hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob Outside Pro hier wirklich klug ist, aber jetzt ist es auch zu spät. Oh, jetzt habe ich kurz nach unten geguckt, habe zu spät eingelenkt. Kann nicht mehr klar denken. Ich hätte ja aber auch keine Pause effektiv anscheinend, also. Bringst du eigentlich in das rechte Finish rein? In das obere? Ich habe es die letzten Runden nicht gemacht. Jetzt muss ich es davon abhängig machen, ob es nötig ist. Aber ich habe es schon mal gemacht. Also ich weiß, wie es ist. Ja, aber ich traue es mich ehrlich gesagt nicht mehr. Kann einfach nicht zielen. Ich habe kein Vertrauen in mein Aim. Weil du nach vorne bist, dann machst du nicht. Du verlierst 18, wenn du das nicht machst, glaube ich. So. Jetzt habe ich einen scheiß Roofit gehabt. Richtig scheiß Roofit. Das ist natürlich auch so ganz typisch, genau in der falschen Runde. Ja, Platz bist du denn? 13, wie viele sind drin? Boah, deutlich mehr. Boah, 15 nur. Ich wurde gerade doch welche rausgezogen. Aber es sind nur noch zwei da noch raus, ne? Ich weiß halt nicht, wie weit jemand hinter mir ist. Das ist das Doofe. Ich weiß nicht, ob ich jetzt riskieren muss, das Ende. Vielleicht sind die ja ewig weit weg, vielleicht auch nicht. Ja. Okay, das hat sich erledigt. Ich habe einen Bump gekriegt, jetzt müsste ich raus sein. Du schaffst das. Ja, das sind 5 Sekunden. Schade, jetzt ist das Ende verkackt. Marius, go, Marius, go, letzter Platz. Ja, ja, ja. Wie weit war der hinten?
300, ziemlich. Ich habe vor dem. Ich habe vor dem. Alex, sein Team ist raus damit. Hm. Das ist, glaube ich, Spam gewesen. Ich bin mir nicht sicher. Da kam wieder alles genau in der falschen Runde zusammen. Ich bin vor diesem letzten Engine Killer. Weißt du, der Engine Killer, da bist du nur eine halbe Sekunde, dann kommt der Checkpoint. Und ich bin halt in der Transition in den Engine Killer rein, nochmal minimal gebumpt und dann habe ich diese Box berührt. Ja, vor der habe ich Angst. Offensichtlich berechtigt. Naja, aber halt nur noch ein Leben. Ändert ja nicht viel bei uns. Ich war an der Stelle halt auch ein bisschen abgelenkt vom Suchen nach irgendeiner Möglichkeit rauszukriegen, wie weit ich denn in vorne bin. Das ist so doof, wenn du das nicht weißt, ja. Ja gut, aber da kannst du halt nichts gegen machen. Weil wenn ich jetzt gesehen hätte, er ist 10 Sekunden hinten, dann hätte ich natürlich dort auch nicht riskiert, so. Gut, du hättest bei der Länge der Map einfach generell nicht riskieren müssen. Ja. Ja, der erste. Na gut, ich musste dann halt langsamer besichern, weil ich halt am Anfang diesen Sprung, den man über die Bande macht, bin ich halt auf die Bande gesprungen. Ja, das dachte ich mir, dass das bei dem Sprung war. Und das zweite ist halt, dass ich natürlich genau in der Runde bei dem Roof-Hit einen Slowdown kassiert habe und keine Beschleunigung. Ach, das Ding beschleunigt mich nie gefühlt. Oh, wo will ich denn hin? Der Jaja ist halt so lucky, ey, dass sogar ich ihn jetzt gerettet habe. Jaja war nämlich eben auch schon orange. Und Jaja hat den letzten Tag TDC gewonnen und war da auch zweimal bei noch richtig vielen Spielern drin, war der auf orange gewesen. Mit übelst viel Rückstand. Ich sag dir, man muss mindestens einmal orange gewesen sein, ansonsten ist Gewinnen schwer. Ja, das Ding ist aber, wenn du halt mal so orange bist, so richtig früh, das ist dann nochmal so ein Moment, wo du halt nochmal anfängst, so okay, komm, jetzt muss ich mich nochmal konzentrieren. Ja, und dann wird er halt nochmal orange, weißt du? Das ja, und dann war er drin. Oh, das war ein Draht hier. Dreimal ist es Alex. Ich glaube, die haben Spence Word, haben die noch. Die sind komplett done dadurch jetzt. Die Leute fahren jetzt so langsam, aber sicher ein bisschen schnell. Ja. Ja, sind halt nicht mehr viel übrig, ne? Definitely not my style of map. Ja. Ich finde hier auch ein bisschen zu viele Angstmachstellen. Angstmachstellen? Ja. Oh, ich bin voll vom Gas gegangen. Die Stelle hat mir auf jeden Fall. Angst. Ja.
Aber ich brauche jetzt Glück. Wie viele Sekunden? 5. So, genau an der Grenze. Ich versuche die anderen in den Fehler zu treiben. Nee, mach mal nicht. Fahr nochmal safe. Hat jemand das Ende gefailt? Oh. RIP. Sorry. Naja, wir haben beide einmal verkackt. Ja. Unlucky. Hätte unserer sein müssen. Also naja. Mir fehlt jetzt am Ende auch ein bisschen der Speed, aber ich wurde jetzt zumindest Sechster in der letzten. Wenn immer irgendwer crasht. Ich will, dass Jaja verliert. Der Typ ist halt zu lucky. Was halt echt die falsche Runde erwischt, wie es aussieht. Ah, geht schon, aber war vielleicht ein bisschen ungünstig. Auch es wird halt nicht langsamer, komischerweise. Pergenio und Clem haben noch ein Leben. Ich bin halt ungünstig gecrashed. Ich bin halt so ganz leicht innen hängen geblieben. An der Kante da und hat er Fußstopp. Ja. Oh, da ist einer früh gecrashed, meine ich. Und das ist Sapi. Aber auch schlecht. Pergignon und Clem liegen momentan auf den vorletzten und vorvorletzten Platz. Und wenn einer von den beiden in Rot ist, also auf dem vorletzten, dann werden sie auch ausgenockt. Oh, ja, mit einem Crash. Oh Mann, und der ist halt wieder Drittletzter. Das ist doch nicht normal. Er ist halt wieder auf Orange, wenn das so bleibt. Oh, Clem mit Problemen. Ja, Revol ist in Schwierigkeiten, weil da auch ein bisschen der Speed wahrscheinlich fehlt bei beiden Fahrern. Ja, geht da jetzt wieder deutlich nach vorn. Ich spectator mal Clem. Der ist praktisch noch drin. Aber sein Team würde trotzdem ausscheiden. Das ist auch krass, ne? Wir hatten jetzt beide im Endeffekt nur einen einzigen Fehler und sind beide dann instant auf Rot gekommen damit. Ja, am Ende darfst du dir halt keine Fehler erlauben. Zumindest nicht so einen großen.
ja, es gibt halt Ausnahmen. Ja, manche dürfen sich Fehler erlauben und kommen halt, dann machen es eine richtige Runde halt. Ja, das ist halt immer so. Ja, 5 Sekunden Crash ist halt schon. Elkon ist ein bisschen zurückgefallen. Aber hilft alles nix momentan. Meebol ist raus und dann verliert auch noch Sapi ein Leben. Und da ist jetzt die Frage, mit wem spielt er zusammen? Ich tippe mit Ice im Zweierteam. Und sind die da nun raus? Nein, die haben noch ein Leben. Also die bleiben drinne. Aber wenn jetzt in der nächsten Runde einer von Puls in Rot ist und einer aus einem anderen Team, könnten eventuell, falls noch ein anderes Team nur ein Leben übrig hat, gleich zwei Teams mit einmal ausgenockt werden. Und dann sind wir mit einem Schlag, ne? Das könnte zum Beispiel sein, wir haben eine Top 5. Ah, nee, ab 5 Spieler ist dann ein KO. Oder? Ja. Ja, okay. Bei 6 Spielern wäre das dann so 2 Knocken aus und dann sind insgesamt 4 Fahrer ausgenockt. Ja, und da könnte dann ein Gewinnerteam übrig bleiben. Das könnte ganz plötzlich passieren, wenn noch 6 übrig sind. Dass plötzlich das dann die letzte Runde ist, die dann kommt. Naja, Marius, guck dir mal die letzten 2 Runden oder so noch an. Ich gehe schon mal, weil ich muss wegen das Klo. Ja, vielleicht haben wir nächstes Mal mehr Glück, dass es sowas überhaupt nochmal wieder gibt. Ja, wenn sie jetzt echt das ganze Plugin entworfen haben für nur einen einzigen TTC, dann ist schade. Ja, mal sehen halt, ne? Eigentlich wollten sie ja schon aufhören. Naja, bis dann. Ciao. User disconnected from your channel. Ah, und da ist es schon passiert. Da wird Eis wohl ausscheitern und damit Puls. Aber wer wird auf dem zweiten Platz sein? Momentan ist das Laudes. Das ist interessant, aber holt auf Rasi auf, der mehrere Fehler macht. Oh Gott. Safang, was ist denn das für eine Runde? Da kann ja sogar der Eis doch überleben. Elkon ist hier auch. Ey, und die sind alle nicht draußen, die hier gerade fahren. Es würden alle noch drin sein. Gott, was war das denn für ein Sprung? Wird er jetzt gleich angegriffen hier? Jetzt ist er wiederum auf Rot. Das ist eine monsterschlechte Runde. Sind jetzt alle schon 5 Sekunden hinten. Momentan immer noch Rasi draußen und Eis ist dann doch immer noch viel weiter zurück. Jetzt hat hier keiner mehr einen Fehler gemacht von denen. Rasi wird sich ärgern, denn das war das typische so, man macht einen Unfall und dann macht man einfach direkt in der nächsten Kurve noch einen Crash, der so absolut unnötig ist, weil man ist ja schon langsam, es wäre ja total einfach.
so. Wir haben jetzt den Stand, dass Zafang und Rasi auch noch ein Leben übrig haben. Und einer ist direkt mal angeeckt. Und da auch ein, noch einer. Ja, ja. Ich wette, Jajas Team hat einfach mal noch kein einziges Leben verloren. Was traurig ist. Ich meine, er ist halt nicht mal letzter. Weil auf dem letzten Platz liegt kein Hotkey von mir. Wer könnte es denn sein? Alcon. Ja, okay. Das haben wir dann geklärt. Ja, ja, das ist dann noch der Interessante. Also momentan würden Rasi und Zafang überleben, da sie beide da vorne sind, aber Jaja ist jetzt nicht so weit zurück. Oh, Rasi ist tot. So ein Witz, ey. Und jetzt kann es halt theoretisch passieren, dass der Knockout schon endet. Weil Rasi und Zafang scheiden aus. Gott, Jaja. Mann, das ist doch nicht normal. Wie kann denn der Typ bitte überleben damit? Wie kann man denn damit überleben? Das ist so ein Blödsinn einfach. Wobei es mich wundert, dass er nur 4 Sekunden hinten ist. Weil die anderen beiden strengt sich, glaube ich, auch gar nicht mehr an. So, wenn, jetzt weiß ich nicht, mit wem Elkon zusammenspielt. Die Teams kenne ich jetzt halt nicht. Aber es werden von den 6 Spielern 2 ausscheiden. Und wenn Elkons Team auch ausscheiden sollte, dann ist schon nur noch ein Gewinnerteam übrig. Dann hat sich die Sache schon entschieden. Dann ist das hier die letzte Runde. Aber wir wissen es nicht. Weil mit wem spielt Elkon zusammen? Und wie viel Leben haben die? Ja, nächstes fährt auf jeden Fall super und verdient irgendwo auch den Sieg. Laut ist es anscheinend raus. Ich glaube, Jaja und Yannick spielen zusammen und sind jetzt schon Sieger. So, Zafang, Elkon, lautes Rasen sind raus und das war's dann. Und jetzt ist es ein 1v1 oder wie? Interessant. Das wär's, wenn Jaja jetzt gewinnt, ey. Das wäre der größte Witz ever. Yannick gewinnt jede Runde. Jaja, orange, orange. Er würde fast das Team rausschmeißen damit. Und dann im 1v1 gewinnt er, das wär's. Wow, was eine Linie von Jaja. Das war ja Full Vista, da sieht man ja gar nichts. Also doch links. Ich dachte es mir schon, es hat sich aber komisch angefühlt. Die beiden waren auch im letzten Tag TTC gegeneinander im Finale. Oh, Jaja. Dass er das überlebt, ey.
in diesem Tag-TTC war Jaja halt auch ziemlich lucky und dann im Finale hat er dann Yannex tatsächlich geschlagen in einer sehr guten Runde von beiden. Dieses Mal ist Yannex in Führung. Und jetzt hat Jaja auch einen größeren Fehler gemacht. Spectaten wir mal Yannex. Die Frage ist ja noch, kann Yannex den Rekord schlagen? Den wahrscheinlich Spam hält. Wow. Wow. Wow! Sachen hat. Das ist doch nicht normal. Er weiß, dass er das Ding trifft und dann macht er nichts. Der fährt einfach drüber. Was sind denn das für Linien? Ich glaube, jetzt hat er 0 Speed für eine gute Zeit. Oh mein Gott. Was sind das für Linien? Jetzt trifft er da. Interessant. Über so eine Transition zu driften. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch eine 57 fährt, weil das hat ihm eine Menge Speed gekostet in einem Speedpart halt. Das kann eigentlich nicht gelingen. Wie im Leben. Natürlich reicht es trotzdem. Dann ist da aber noch viel, viel mehr drin. Viel mehr. Dann waren die bisherigen Runden halt auch alle noch nicht am Limit. Also nicht mal annähernd. Ah ja. Na gut. War auf jeden Fall ganz cool. Aber ist natürlich echt ärgerlich gelaufen. Wo Shorty ausgeschieden ist, kann man nichts machen. Das TTC ist relativ langweilig für ihn. Und einfach, muss sich nicht groß konzentrieren. Und dann plötzlich mal, dann halt aufgrund der Unachtsamkeit, ne, dann mal nicht wirklich korrigiert, sondern einfach das Auto da wahrscheinlich in der Kurve laufen lassen. Ich habe jetzt ja auch andere gesehen, die solche Linien gefahren haben. Und dann eckt er halt knapp an, kriegt natürlich den Stoppick, weil diese Stelle ist halt dann ein Stoppick, wenn man da aneckt. Und dann hat er es natürlich in der ärgerlichen falschen Runde gemacht. Also wir haben jetzt ja gesehen, was es zum Teil für Runden gab. Die hätte überleben können. Aber in der Runde, wo es ihm passiert ist, war es halt nicht mehr möglich, zurückzukommen. Das ist halt dann schade. Und wäre natürlich alles kein Ding gewesen, wenn ich nicht schon Leben verloren hätte. In der Runde, wo es nicht nötig war. Und vor allen Dingen hat dadurch auch Jaja den orangenen Platz gekriegt. Aber ja, ich meine, der Start ist halt echt komisch. Dieser Sprung ist komisch, weil ich häufig zu weit rechts gelandet bin und nicht eine ordentliche Linie haben konnte. Also wollte ich jetzt einmal ein bisschen weiter nach links springen und plötzlich springe ich da auf die Bande. Und ich hatte ja noch Glück, wie ich es überlebt habe. Aber das natürlich genau dann, wenn ich hinten bin, auf so einem gefährlichen Platz, auf dem orangenen Platz, dass dann auch noch dieser Roofage schief geht und die beiden, die hinter mir sind, dann schon mal auf jeden Fall aufholen. Ist natürlich doof gewesen. Und dann halt diese Ungewissheit. Muss ich jetzt in das schnelle Ziel reinspringen? Ja oder nein? Wo liegen die? Kann man einfach jetzt safe, weil du willst nicht das schwere Ziel crashen, ja, und dann feststellen müssen, dass die beiden über 5 Sekunden hinter dir gelegen haben und hältst einfach, ne? Das wäre halt irgendwie schade drum, wenn man das macht.
Aber wenn sie knapp hinter dir sind und du weißt das nicht und du springst in das Safe-Finish, wirst deswegen überholt, dann ärgerst du dich halt auch. Ja, wobei natürlich das Whisky-Finish nicht so schwierig war, aber trotzdem will man es halt nicht unbedingt riskieren, wenn es nicht nötig ist. Da habe ich mir halt sehr viele Gedanken darüber gemacht und ich müsste jetzt nochmal ein Video die angucken, ob ich wirklich einen Bump bekommen habe. Ich wusste, ich habe diese Kurve ein bisschen mehr riskiert. Ich wollte schön viel Speed mitnehmen in den Engine Killer rein. Und ich wusste, dass es eng ist. Aber ich wusste, dass ich unter normalen Umständen die Kurve kriege. Aber wenn da ein kleiner Bump kommt, dann kann es sofort eng werden. Und ich meine, ich hatte einen Bump. Und der hat mich dann nach außen gedrückt. Und dann war das natürlich ein Anecker, der gleich so viel Zeit kostet, dass man überhaupt keine Chance mehr hat, was dagegen zu machen. Naja, Yannick hat auf jeden Fall den Sieg heute verdient. Ja, nicht. Und ja, wenn er da ein bisschen mehr Unglück gehabt hätte, hätte ja Yannick auch rausgehauen dann. Und dann ist ja alles möglich.